Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge After Humans. Ab jetzt wieder mit Facecam. Ich war beim Friseur und ja, in der Zwischenzeit habe ich ziemlich viele Folgen aufgenommen. Deswegen, naja, ich muss ein bisschen im Voraus aufnehmen, da ich meine Eltern besuchen will und ich kann meinen Rechner natürlich nicht mitnehmen. Das heißt, ich kann da nicht aufnehmen. Egal. Seit der letzten Folge habe ich jetzt mal die Tinkers Schmelzerei zwei Blöcke höher gemacht. Und jetzt demonstriere ich euch mal, wie viel da reinpackt. Passt. Ich habe jetzt da unten drin habe ich noch 4088 Alumit. Und ich habe hier 1, 2, 3, 3 Stacks Eisenerz. 1, 2, 3, 4 Stacks Eisenbeeren. Und dann nochmal so knapp ein Stack von anderen Sachen. Und jetzt will ich mal gucken, ob alles reinpasst. Ich habe schon in der Zwischenzeit ziemlich viel anderes Zeug eingeschmolzen. Aber wir schmelzen jetzt einfach mal. So. Ein Stack, zwei Stack, drei Stack, vier Stack. Okay, es passt nicht alles. Aber die Beeren, die sind so schnell eingeschmolzen. Und jetzt guckt euch mal die Anzahl an, Alter. 66.900. Da kommt bestimmt gleich noch mehr. Die Bären kommen gleich. Gleich sind sie durch. Ja, ist immer ein bisschen buggy, wenn man so viel reinschmeißt. Und hier kann man jetzt natürlich ohne Probleme. Oh. Man sollte auch vorher mal nochmal die Dinger tauschen. Denn jetzt habe ich zwei Alumitblöcke rausgegossen. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Was? Warum ist da ein Herz drauf? Alter, auf dem Alumitblock ist einfach mal ein Herz drauf. Auch noch nicht gesehen. 68.000. Aber die schmilzt das nicht sofort ein. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass es nicht alles sofort schmilzt. Vielleicht liegt es auch daran, dass einfach zu viel reingeschmissen wurde. Aber der Vorteil ist auf jeden Fall, das ganze Erz, was ich reingeschmissen habe, wurde verdoppelt. Das heißt, ich könnte natürlich das Eisenerz einfach in den Ofen machen, aber kriege ich immer nur ein Barren raus. Und dadurch, dass ich in die Schmelze reinmache, kriege ich immer zwei Barren aus einem Erz raus. Und ja, es gibt noch einen Ofen, der das anscheinend verdreifacht, aber ich weiß nicht, welcher Ofen das ist. Da haben wir immer noch 50.000 Eisen drin. So, machen wir noch eine Reihe Blöcke. Und dann lassen wir die Schmiede erstmal sein. Oder Schmelze. Denn mein Ziel war ja ein anderes. Ich wollte jetzt eigentlich nur das mal ganz kurz demonstrieren. Wie gesagt, in der Zwischenzeit habe ich glaube, hier die Kiste war ja fast voll. Ich habe das ganze Kupfer eingeschmolzen. Das waren, ich glaube, 40 Kupferblöcke oder so. Ich habe das ganze Zinn eingeschmolzen. Das waren, ich glaube, auch 40 Blöcke. Blei habe ich eingeschmolzen, Silber, Gold, also alles Mögliche, außer die Ferrösen. Das Ferröseerz habe ich jetzt erstmal drin gelassen, weil ich glaube, solange ich das noch nicht brauche, sammle ich das erstmal, weil es sehr selten ist. Und dann schmeiße ich das erst, dann schmelze ich das erst ein, wenn ich diese Maschine habe, die das verdreifacht. So, jetzt in der Zwischenzeit, seit der letzten Folge, habe ich hier auch ein kleines Tunnelsystem. Tunnelsystem. Das ist einfach nur ein Zwischengang, der in das Untergeschoss von meinem Haus führt. Können wir mal da kurz durchgehen. Ich habe leider des Zimmermanns mit Himmelsstein geschisselt. Dann ist auch hier geil, durch die ganzen Zimmermannsblöcke kann man das natürlich, die Gänge kann man auch schräg machen. Das ist richtig geil. Also schräg machen, ohne dass der Rand gezackt ist. Und hier, das ist Beton. Ich laufe jetzt erstmal ganz normal und man sieht, ich
Als würde man darüber rennen. Ja? So, wenn ich jetzt... So. Aber wenn ich jetzt renne über den Beton, dann guck mal, wie schnell. So, Moment. Jetzt renne ich normal und dann... Bam! Richtig schnell. Das kann man sehr gut benutzen, um Abkürzungen zu machen. Hier, ich habe auf jeden Fall erstmal kein Untergeschoss gebaut. Das habe ich erstmal wieder zugemacht. Und jetzt landen wir im Haus. Der Grafikbug vom letzten Mal ist auch wieder weg. Ja. Und ich glaube, mehr habe ich auch nicht gemacht. Ein bisschen aufgeräumt noch. Aber jetzt sehe ich auf jeden Fall Gravurkalkulationsdruck und Gravurkonstruktionsdruck habe ich. Das heißt, mir fehlen noch zwei Drucke. So, wir haben drei leere Holzkisten und im großen grünen Rucksack haben wir Toast Sandwich. Das heißt, wir haben eigentlich genug, um die Reise wieder anzutreten. Ich würde gerne das mal ausprobieren. Aktion, Aktion. 65. Hä? Abbrechen. Wie kann man sich denn nochmal porten? Wegpunkte? Ach, hier. Finde. 65. Zeigemonster? Nein. 311 Meter. Tot. Ich wage es. Okay. Der Teleport hat super funktioniert. Die Welt muss nur nachladen. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber egal. Das war auf jeden Fall das Ziel, dass ich ohne Probleme porten kann. Das ist gut. Und da sehe ich jetzt auch das Öl. So. Dann gehen wir mal ins Wasser planschen. Wir gehen jetzt mal... Also hier war einer. Und den habe ich, glaube ich, schon abgefarmt. Deswegen werde ich jetzt hier lang segeln. Und dann zu dem Meteorit gehen. Zack. Los die Hasen aus dem Weg. Lololo. Was ist da vorne? Schöne Sandbank. Ich hoffe nur, dass ich nicht irgendwo gegenfahre. Oh, das sind nur Sandbänke. Alles gut. Alles gut. So, was? Oh. Ey, ich will nur zu diesen Meteoriten. Ich will nur zu diesen Meteoriten und ich werde schon wieder abgelenkt. Ganz ehrlich. Komme ich da runter? Was ist denn da los? Hallo? Nein, nein, nein. Dein Ernst? Warum? Es geht einfach da runter. Einfach so. Wenn ich da irgendwas abbaue, ich wette mit euch, dass da alles hinüber ist. Aber okay, wir gehen jetzt rein. In die gute Stube. Glowstone. Geil. Schauen wir erstmal. Hallo? Ist das Fabrikblöcke? Schüssel. Hallo. Kein Block. Toll. Hier gibt es auf jeden Fall irgendwo Kisten. Aber ich weiß nicht wo. Wo sind die Kisten?
verstecken sich immer. Hallo? Okay, keine Kiste. Wieder weg. Da vielleicht? Nein. Ach Mann, ey, hier schon wieder Grafikbug. Voll blöde. Was für Blöcke sind das? Fabrikblöcke, die. Och Mann, jetzt werden die ganzen Fabrikblöcke wieder nicht angezeigt. Voll doof. Bleiblock? Ah, da. Cool. Da haben wir's. Was haben wir? Wasserflasche. Bunte Peitschengoronie. Blaue Hirschgeweihkorolle. Korolle. Eisengitter. Oh, ich kann da rüber hüpfen. Schön. Hühnergott. Was? Hühnergott? Atmung 3. Kettenhaube. Geil. Die ziehen wir an. Hammer. Ja. Schön. Lololo. Da ist auch nichts. Waren wir hier schon über? Büsche. Na gut, gucken wir mal da drüben. Hier ist auch nichts. Auf jeden Fall fette Grafikbugs. Ah, jetzt auf einmal hier. Jetzt auf einmal. So, ab zur Tür. Hallo. Ja. Was hier? Rohrtintenfisch. Deichlinse. Tiefseegoronie. Purpurner Fantasieblock. Ja, jetzt lass mich hier raus, Mann. Und hier? Fabrikblock. Menü. Ja, alles hier ein bisschen blöde. Oh. Oh. Light Iron Chain. Und jetzt regnet es hier auch noch rein. Eisengitter. Purpurner Fantasieblock. Ja, dann würde ich mal anfangen hier. Zack. Bleiblock. Wenn das Schissel ist, oder? Dann kann das ich. Bleiblock. Werner. Fantasie. Thermal Foundation. Immersive Engineering. Ja. Hier sind auf jeden Fall fett Bleiblöcke. Und wenn ich den Hammer nehme. Geil. Und der Fantasieblock. Kann ich ihn auch schüsseln? Nein, nicht der Rucksack. Der Fantasieblock. Nehmen wir den raus und den wieder rein. Fabrik. Ach nee, das ist ein Fabrikblock. Cool. Cool. Die haben ja richtig viele Skins. Ah, nicht schüsseln. Jetzt hat er die geschüsselt, Mann. Thermal von der Vorsicht Streifen. Werne. Ich glaube, das war Werne. Werne. So, nehmen wir hier. Ich meine, warum nicht mitnehmen, oder? Wird einem hier förmlich nachgeschmissen. Was ist das? Zypressentür. Brauchen wir nicht. So, nehmen wir mit. So, und Glowstone muss ich im Endeffekt auch mitnehmen. Oh, Alter. Glück des... Was?
Glück des Meer. Köder 3. Diamant. Heilige Scheiße. Diamantaxt, Effizienz 5, Haltbarkeit 3. Aber das bringt uns nichts. Also wenn das jetzt im normalen Let's Play wäre. Heilige Scheiße. Sowas kriegt man nicht oft. Aber ich glaube nicht, dass die Diamantaxt die Äxte, die wir haben, toppen kann. Regeneration, Nachtsicht, Unterwasseratmung. 8 Minuten. Richtig gut. Alter, geil. Geil. Nehmen wir auch alles mit. Zack, zack. Auch alles mit. Ja, ich glaube, die da oben lasse ich mal. Weil ich habe echt die Befürchtung, dass dann etwas Schlimmes passiert. Nee, das Wasser wird wahrscheinlich alles runterkommen und darauf habe ich keinen Bock. Nachtsicht lassen wir erstmal als Reserve, das auch. Den Trank der Unterwasseratmung, den können wir eigentlich so als Notlösung nehmen, falls wir dabei sind zu ertrinken. Kühlmittel. Zeichlinse. Glowstone. Klostein. Die Diamantaxt packen wir auch erstmal weg. Das auch, das auch. Och, sogar zwei davon. Cool. Ach, und. Achso, unser Boot ist kaputt gegangen anscheinend. Dann halt nicht. Kein Problem. So, nehmen wir so. Oh, Fisch. Yeah. Was haben wir hier? Purpurner Fantasieblock. Fabrikblock. Na, okay. Ich glaube, solange ich die Sachen oben nicht anrühre, passiert nichts. Ist das? Marmorsäule. Oh, ein Spawner für Haie. Ein Spawner für Haie. Nehmen wir mit. Heißt das, unter den Säulen sind Spawner für Haie? Nö. Das kann man nicht gleich alles über einen Kamm scheren. Was haben wir hier hinten? Nichts. Aber da müssten wir eigentlich hin. Bei diesem Monument könnte wieder was sehr Interessantes sein. Aber ich nehme mal auch hier alles mit. Geil. Wie viel das einmal einfach ist. Weil einfach, einfach, einfach ist. So, nehmen wir mit. Ja, und wenn wir die Fabrikblöcke mitnehmen, dann haben wir auf jeden Fall kein Problem mit Grafikbugs, weil denn nichts mehr da ist, was ein Grafikbug verursachen könnte. Nein, 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 nein. Mist. Machen wir mal mit Eichenholzbrettern zu, wa? Ich habe die Vermutung, wenn ich jetzt da hier was hinbaue, ist vorbei. Aber versuchen wir es. Okay. Wenn ich da noch was hinbaue, ist doch... Alter, nee, oder? Moment. Ich versuch's. Zack. Nee. Ich weiß nicht, was für Auswirkungen das hat. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade schon dafür gesorgt, dass ein Teil dieser Welt eingestürzt ist. Was ist das? Sand. Okay. Da ist die Truhe. Wir packen mal Bleiblock. Fabrikblock. Ey, das ist Schissel, oder? Das kann ich doch auf einen Nenner bringen, oder? So, hier, Moment. Zack. Ja, warum nicht? Dann kann man das schön stacken. Lololo. Stöcke packen wir auch weg. Glowstone packen wir auch erstmal weg. Den Spawner auch. Den Trank, wie gesagt, als Notlösung. Und die Kiste bauen wir wieder ab.
Jetzt müssen wir mal weiter gucken. So. Hä? Ach, falsche. Falsches Werkzeug. Oh, was haben wir da? Haben wir die schon? Ah, hier haben wir irgendwas mit Hühnergott. Hühnergott. Oh, meine Nase juckt. Den Hühnergott kann man doch auch schisseln. Das ist doch dieses schwarze. Nee, doch nicht. Was macht der? Was macht der? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Was bringt der Hühnergott? Alles gut noch. Fragt sich nur, wie lange. Na, nee. Da baue ich lieber nicht ab. Ich könnte aber hier abbauen. Ja, dann komme ich da ohne Probleme rein. Aber da wäre auch eine Tür gewesen. Warum nimmst du nicht die Tür? Was ist das? Aluminiumbeeren? Nee. Die nehme ich jetzt nicht mit, ey. Ganz ehrlich, davon habe ich ganzen Sack voll. Ja, ich muss im Endeffekt mal darüber. Egal, wir nehmen jetzt den Trank der Unterwasseratmung. Ja, komm, komm, komm. Alter, kann ich... Ach, Wasserflasche. Toll. Na, geil. So, jetzt müsste eigentlich da eine schöne Truhe sein. Und da ist ein Helmet of Breath. Atmung 3, Wasseraffinität 1, Schutz 4. Alter. The Fish Slayer. Haltbarkeit 3, Schärfe 5. Flippers of Speed. Haltbarkeit... Oh, Alter. Hammergeil, was ich jetzt hier alles gefunden habe. Hammer geil. 15,25. Ey, der ist sogar noch besser als die Waffe, die ich mir gemacht habe. Tja. Hammermäßig. Und den Klostein nehmen wir mal mit. Oh oh. Hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen gehabt? Oder nicht? Ich wette mit euch, ich wusste es. Ich wusste es, dass da ein Spawner drunter ist. Aber da Monster aus sind, können uns Spawner mal. Aber ich denke mir, ach, nimmst du mal den ganzen Glowstone mit. Richtig geil. So, jetzt können wir mal den Trank wegmachen und nehmen mal eine Fackel in die Hand. Da sind wir ja richtig schnell mit. Okay, hier ist vorbei. Was ist das? Fabrikblock? Hallo? Nee, da ist nichts. Nächste Tür. Hallo? Niemand zu Hause. Was haben wir hier? Hallo? Hier ist auch nichts. Außer eine Tür. Lalala. Unterwasseratmung ist schon geil. Aber hier ist auch nichts. Warum ist hier überall nichts? Atlantis, die versunkene Stadt. Eisengitter. Bedrohliche Eisenspitzen. Hallo. Auch nichts. Wie hier einfach überall nichts ist. Hier nochmal Eisenspitzen. Und hier? Ach nö. Okay. Machen wir es ganz einfach.
Bam. Bam. Jetzt nehmen wir noch mal ein bisschen was mit. An Blöcken. Weil, vielleicht brauchen wir die ja noch irgendwann. Noch ist Platz. Oh, was haben wir hier? Trank der Unterwasseratmung. Trank der Unterwasseratmung. Korallenmoos. Alter. Alter. Ich habe keinen Platz. Fabrikblock. Fabrikblock. Ah. Zack. Hühnergott. Marmorsäule. Fabrikblock. Zack. Popona Fantasieblock. Moment. Wasser. Hier. Moment. Ich bringe sie einfach auf den gleichen Nenner. Hallo? Das sind unterschiedliche. Oh mein Gott. Was soll denn das? Das ist beide Schüssel, aber das ein. Alter. Dein Ernst? Ja gut, trotzdem alles bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange meine Unterwasseratmung geht. Und ich frage mich gerade auch, ach da war. Da ging's. Cool. So. Dann müssen wir mal ganz kurz den Rucksack aufmachen, dann packen wir mal. Das ist Blödsinn. Ich packe mal die Tränke da in den Rucksack. Und den packen wir nochmal raus. Dann machen wir mal die Tränke hier raus. Dann packe ich mal die ganzen Blöcke hier rein. Hier, boah, ganz schön viel Glowstone. Und jetzt haben wir keinen Platz mehr da drin. Aber wir haben alle Tränke. Gut, dann bauen wir das mal schnell wieder ab. Mit einem Hammer, jawohl. Kein Problem. Und dann packen wir die restlichen Tränke damit rein. Zack. Zack. Und jetzt würde ich gerne noch ganz schnell. Was ist denn das? Hallo? Was ist das? LOL! Einfach mal. Komisch. Nee, ich will jetzt hier von den leuchtenden Dingen. Leuchtende Koralle. Leuchtende Koralle. Pinke Koralle. Pinke. Leuchte. Ich glaube, nur die. Ah, nur die leuchten. Schade. Nur die lilanen Dinger leuchten. Aber wir können die ohne Probleme nehmen, um ein bisschen bei uns. Okay, wenn ich noch besser bin, dann nehme ich einfach den. Ja, toll. Schwamm? Können wir auch mal ein bisschen mitnehmen. Vielleicht kann man mit Schwämmen was anfangen. Hallo. Okay, jetzt haben wir ganz schön viele Unterwasserpflanzen. Was ist das? Blauschiefer. Nehmen wir das noch mit. Gut, dann geht's oben an die Wasseroberfläche. Lalala. Moment mal. Ah, von oben kann man ja noch ein bisschen gucken, ob es was gibt. Oh, jetzt meine Unterwasseratmung weg.
Aber der Helm mit Atmung ist halt hammergeil, ne? Okay, ohne Probleme hier. Zack. Ja, kurz mit. Gucken wir hier rein. In den haben wir noch nicht reingeguckt. Goldbeinschutz. Diamantbrustpanzer. Bogen. Alter! Dein Ernst? Temple Prayers. Diamantbrustpanzer. Wie wir einfach mal hammergeile Sachen hier bekommen. Unglaublich. Geil. Geil. So, jetzt aber gut hier. Gehen wir mal hier kurz auf die... Achso. Da ist noch der tote Baum, der das so ein bisschen hält. Gut. Geh mal an Land hier. Genug gefunden. Ja. Dann würde ich sagen... Oh, den ziehen wir an. Und die Goldhose? Ja, ziehen wir an. Temple Prayers. Bogen mit Unendlichkeit. Aber wir haben noch gar keinen Pfeil. Was sollen wir denn damit jetzt machen? Ah, müssen wir uns wohl oder übel bald mal die Monster anmachen. Aber das Geilste ist, wir haben den Bogen mit Unendlichkeit. Das heißt, wir könnten theoretisch die Monster jetzt wirklich wieder anmachen. Und wenn wir dann mal in den Nether gehen sollten, dann können wir uns gegen die Ghast verteidigen. Denn, und die beste Waffe, um sich gegen Ghast zu verteidigen, sind halt diese... Ja, mit dem Bogen drauf schießen. Weil die Kugeln zurückzufeuern, das ist echt schwierig. Naja, ich sag auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, Daumen nach unten und eine Begründung unten in die Kommentare. Das wäre ganz nice. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Part, den ich dann auch gleich wieder aufnehmen werde. Ja, bis morgen. Ciao, Leute!